Vor kurzem ist dieses Video aufgetaucht. Ronald Schill, offenbar beim Koksen. Ich weiß noch genau, wie Schill der CDU in Hamburg zur Macht verhalf. Mit platten Parolen wie Kampf der Drogenszene. Es handelt sich hierbei nicht etwa um Bagatellen, wenn mit Kokain oder mit Heroin gehandelt wird, sondern es handelt sich um schwere Straftaten. Viele Fragen. Wer hat das Koks-Video aufgenommen? Ist Schill damit erpresst worden? Wie lebt er heute und wo genau? Wenn ich ehrlich bin und mir das genau überlege, dann ist es ein Wahnsinn, Schill hier in dieser Metropole von 6 Millionen finden zu wollen. Hier in Rio gibt es einen, der das ganze Video gesehen hat. Ihm wurde das Material zum Kauf angeboten. Der Spiegel-Korrespondent Jens Glüsing. Seit 16 Jahren lebt er in dieser Stadt. Können Sie da ein bisschen beschreiben, was auf dem Video noch zu sehen ist? Denn auf dem Ausschnitt, den man veröffentlicht hat, ist ja nur ein ganz, ganz kurzes Stück. Wie lang ist denn dieses Teil überhaupt? Also wenn ich das recht erinnere, dann sind das ungefähr knapp 2 Stunden, würde ich sagen. Und es zeigt eigentlich immer dieselbe Wohnung. Und darauf ist Schild zu sehen, sehr viel Sex. Beim Geschlechtsverkehr mit mehreren Frauen, wie eine weiße Substanz vom Tisch schnupft, wo man sich vorstellen kann, was das wohl ist. Schill selbst sagt in dem Video, dass er auch selbst in die Favela gegangen ist und da auch den, also ich sehe, dass das Koks direkt von den Drogenhändlern in den Favelas besorgt hat. Ich meine, er erzählt das auch, der Drogenboss hat ihn da sehr freundlich empfangen und die standen da mit den Waffen neben ihm. So erzählt er das alles. Ne? Und dann hat er da, ich glaube, mit seiner Freundin zusammen, hat er da oben gekokst. In was von dem Umfeld, würden Sie sagen, lebt Schill? Das ist das typische Copacabana-Umfeld. Das ist eigentlich das Umfeld, wo alle Schurken sich herumtreiben, die mal irgendwann nach Rio kommen. Das ist die Rotlichtszene von Copacabana. Copacabana, bislang der einzige Hinweis. Zusammen mit einer Journalistin aus Rio beginnt die Suche. Weitere Helfer legen sich für uns auf die Lauer. Sie hat ein paar Mal schon gesehen hier. Sie sagt, dieser Mann, der spricht nicht Portugiesisch. Nicht Portugiesisch, nicht so gut. Das könnte er sein. So könnte das wochenlang gehen. Doch dann plötzlich ein Anruf. Einer unserer Helfer hat Schill aus einem Haus kommen sehen. Hier, ganz in der Nähe. Aber weiß er, ist er zusammen mit jemandem aus dem Haus gekommen oder war er alleine? Nein, er war alleine. Er hat jemanden in der Ecke da getroffen. Oh nein, Mist, dann haben wir ihn total verpasst. Ja, super. Aber ich meine, wir können dann warten hier. Hier lebt Ronald Schill, ein einfaches, anonymes Hochhaus. Wir warten. Lange, sehr lange, aber er kommt nicht. Wir wollen die Suche für heute gerade beenden. Plötzlich. Da ist er. Reporterglück. Hallo, guten Tag, Herr Schill. Adelhard vom Norddeutschen Rundfunk. Wir würden Sie gern zu dem Video befragen. Zu welchem Video? Das Video, das bei uns in Deutschland erschienen ist von Ihnen. Kein Kommentar. Sie können uns auch ein bisschen erzählen, wie das zustande gekommen ist, oder? Kein Kommentar. Ich habe kein Mitteilungsbedürfnis. Und Sie werden aber die Öffentlichkeit hat ein großes Interesse daran, das zu erfahren, was da passiert ist. Das mag sein, aber die Öffentlichkeit ist in diesem Falle nachrangig. Und was ist vorrangig? Ich und meine Meinung dazu. Das ist ja schon ein bisschen ominös, wie es zustande gekommen ist. Sind Sie selber damit erpresst worden? Kein Kommentar. Und Sie sind wirklich extra hier nach Rio geflogen? Mit dieser Besetzung, um mich schlicht und ergreifend zu treffen. Und hatten Sie Informationen darüber, wo ich zu lokalisieren bin? Ja, wir hatten einige Anhaltspunkte, klar, aber nur sehr vage. Nur sehr vage? Und welches waren die Anhaltspunkte? Copacabana. Hier wohnen 400.000 Leute an der Copacabana. Ja. Und Ihnen ist es gelungen, mich innerhalb von 2 Tagen zu finden? Glück braucht der Mensch. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind nicht aufrichtig. Absolut aufrichtig. Ich habe nichts zu verbergen, Herr Schill. Ja, schön. Soll es das gewesen sein? So einfach soll er nicht davon kommen. Ich will mehr erfahren über sein Leben in Rio. Die SPD nur ernsthaft krank oder politisch?